Gott, das war ja actionlastig. Ja, absolut. Ich hab dich da drüben nur klicken und klappern hören irgendwie. Nein, nicht! Da gefühlt ist, über der Tastatur haben die mehr Tasten als über den Controller. Aber egal. Na, wahrscheinlich sind die Wege weiter, ne? Auf der Tastatur. Anders, vor allem, wenn du A und D die ganze Zeit verwechselst. Also ich. Oh, ja, Mittwoch. Ich habe jetzt eigentlich gerade gelesen. Oh Gott. So, ja, die Presse belagert unser Haus. Und Sean. Es ist schon wieder Tag und Sean ist immer noch nicht da. Was haben wir da? Ein Brief? Eine Mahnung? Zahlungserforderung. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ist das ein Täterschreiben jetzt, oder was? Okay. Foto. Nee. Ticket. 004? Achso, das ist Schließfachkarte. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Na, am besten hinten raus, wa? Ja. Vorne ist zu viel Presse. Auf dort runter. So. Jetzt schön über die Höfe hier einfach rüber hüpfen. Geht das? Ja, das würde gehen. Okay. So kommen wir uns sneaky-mäßig an unser Auto und können ganz schnell wegfahren. Hoffentlich. Nein. Wir gehen hier hin. Tschüss. Okay, keiner hat es erkannt. Keiner hat sie sehen. Noch nicht. Noch nicht, ja. So, und Bleifuß. Okay, wir sind wirklich weggekommen. Symbolträchtig. Okay. Gleiche Situation wie im Einkaufszentrum. Oder kriegt er jetzt so eine Angst-Panikattacke? Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Tja, das ist natürlich ein extrem tiefsetzender Traum, Alter. Na los, komm, du schaffst das. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Komm schon. Immer weiter. Schön, keine Luft mehr. Jason! Oh Gott, oh je, wenn du jetzt so viele Leute überschläfst, ey. Flappen alle zusammen. Oh Gott. Jason! Dad!
Ich hab dich doch gehabt. Jason! Abgekürzt. Noch nicht. Dad! Jason! Dad! Dad! Oh, so krass, wie die alle so zusammensacken, ey. Jason! Wo ist er denn? Dad! Ich sehe keinen roten... Jason! Dreh dich mal um 180 Grad. Ja, es geht nicht. Das ist das Problem. Dad! Okay. In die Dringe da, ey. Die Gepäckschließfächer. Mhm. Okay, gut. Na, da wollten wir ja hin. War eine Nummer drauf, irgendwie 47 oder so, glaube ich, wa? Reihe 18, nee. Fach Nummer 3. Ganz weit weg von 47. Reihe 18. Oh nein, nein, nein. Zu weit. Okay, warte, 12, 13, 16, 17. Dann ist doch hier bestimmt. 18. Stopp, stopp. Und, warte, ja, ich hab's gesehen. Da. Und bleib. Ja, genau. Yes. 0815. Sehr gut. So, dann mach mal auf. Auch so ein Schuhkarton. Oder ist es sogar der... Oder ist es sogar derselbe? Dann müsste jetzt eine grüne Eidechse drin sein. Oder? Ja. Ist der Mörder vielleicht ein Schuhverkäufer? Ist er mit den Schuhkartons hier irgendwie austeilt? Nicht nach? Crossroad Motel. Zimmer 207. Soweit ist es, dass er schon nicht mehr nach Hause mehr kann? Naja, wenn die Presse dein Haus belagert, was willst du machen, ne? Ja, ist richtig. Und er hat den Karton noch nicht geöffnet. Oh Gott. Er traut sich ich nicht. Hätte ihn ja sofort. Naja, weil letztendlich ist es die Audit, was er nicht haben wollte, ne? Dass quasi sein Sohn vom Origami-Killer entführt worden ist. So, und ja. Sobald er den öffnet, hat er bestätigt, also hat er Gewissheit. Und so, zum Teil, ich kann es zum Teil nachvollziehen, sagen wir mal so irgendwie. Ich würde es nicht genauso machen, aber ich kann es nachvollziehen, warum er sich vor dieser Endgültigkeit drückt. Willst du oder willst du nicht? Na, was ist die Alternative? Die ganze Zeit auf Klo sitzen oder was? Auf das Ding. Auf Klo können wir auch gucken. Ah, die Jordan Airs sind da drinne. Okay, Scheiße. Telefon, Waffe, SIM-Karte, SD-Karte. Und wir haben auch die Echse und ach eben, und wir haben lauter andere Figuren. Also ich würde aber jetzt an seiner Stelle nichts anfassen. Okay, wir haben einen Geldschein. Der Bär und die Eins. Oh Gott. Okay. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz, 498 Roosevelt Avenue, Lexington. Okay. Ist das ein Rekorder oder ein Handy? Achso, das ist. Ach, guck mal, das ist ein Rekorder mit einer. Da kannst du die Speicherkarte drin machen? So ein Diktiergerät.
Wie ein Handy. Loading. Und das war 2009, war das schon ein sehr, sehr modernes Handy. Hilfe. Oh. Dad. Sean. Wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Dad. Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben? Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Okay. Okay, dann lass uns mal dahin düsen. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Mittwoch. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. 46, er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Drückst du die ganze Zeit? Und was bringt uns das? Ja. Ruhig. Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Also die angepisst, Profile von zwei Alter, Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Seit 8 Kindern ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Oh, wie losgehen wir schon? Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden. Haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden.
Das wären aber richtig gute Kumpels, die beiden. Mhm. Ich verstehe auch gar nicht, wieso irgendwie. Also klar, der Lieutenant fühlt sich halt angepisst irgendwie, weil in seinen Befugnisbereich eingedrungen wird. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Also ich weiß nicht, ob du mir einen gewissen Dienstgrad sollte das jetzt eigentlich nicht mehr vorkommen. Oh, schön. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Na, dann setz mal deine Ari-Ari-Brille auf. Du Scheiße, wo bist du hier hingelandet? Im Kreuzraum? Okay. Ja. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Könnte was dran sein. Spinner. Das ist mal extrem, Alter. Wo macht er? Jetzt. Die Kerzen brennen noch. Er müsste bald zurück sein. Kannst du die Tür schließen? Also, obwohl sie aufgetreten ist? Ich glaube, ich kann nur, wenn dann da nochmal schmulen gehen. Hat so ein bisschen was von 7 jetzt, wa? So, warte. Nein! Komm! Das ist wirklich. Diese Steuerung! Nee, Tür kriege ich auf jeden Fall nicht zu. Hm. Ich will mich in dem Raum umsehen. Was ist denn. Erstmal alles loslassen. Ja, ein Geschirrspüler wäre mal eine gute Sache gewesen, glaube ich. Sieht gut aus. Oh. Was war das? War das im Spiel oder war das bei dir? Nee. Ach so. War wieder eine Tür aufgetreten. Multivitamin. Boah. Die Wände sind vollgeschrieben. Alles Zitate aus der Bibel. Okay. Puh, ist schon heftig, Alter. Ist schon heftig. Jetzt stell mir wirklich vor, du kommst da wirklich rein irgendwie und bist plötzlich in so einer Wohnung. Es wäre sowas von unheimlich, also ich würde ja auf gar keinen Fall, also. Ja. Da würde ich ganz schleunigst wieder raushängen, glaube ich. Ey, und vor allen Dingen, wie viele Medikamente kann man haben? Na, guck dich doch um in der Bude, der kann ja nicht genug haben. Gottes Willen, Alter. Okay. Tatsächlich mega erstaunt, dass er so viele Bücher hat und nicht nur eins rumliegt. Wollte nicht noch irgend... Oh oh. Wir haben ein Problem. Ah, guck mal hier, Christian Bale. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Yes, ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Und sind deshalb in deine Wohnung eingebrochen. Kreuz. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen?
Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten sie die ganze Nacht lang. Soll ich eingreifen oder nicht? Aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Nö. Stopp! Stopp! Das reicht! Lass uns ein bisschen Druck ausüben. Damit sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein! Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Ich sag das jetzt aber auch leider auch bloß, weil ich weiß, was passiert, wenn du das nicht machst. Also wenn du eingreifst. Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, nochmal. Los! Gott, was ist los? Beruhigen. Ruhig, Nathaniel. Niemand will Ihnen was tun. Waffe runter. Waffe runter. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Was war? Beruhigen. Ich will Ihnen helfen, Nathaniel. Sich von den Stimmen zu befreien. Aber Sie müssen mir vertrauen. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren. Und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Jetzt zurück. Langsam. Die Waffe runter! Runter, Nathaniel! Die Hände hinter den Kopf! Umdrehen! Ich... habe ihn erschossen. Yep. Sieht so aus. Schlimme, er wollte keine Waffe ziehen. Es war nur ein Kreuz. Er hat gezuckt beim Hand an Bundeswehr. Ist bei mir im Walkthrough damals auch passiert. Deswegen kommt mich jetzt noch dran erinnern, dass ich jetzt ruhig geblieben. Ich habe auch Appetit damals. Ja, wer hektische Bewegung macht, der ist falsche Situation für sowas. Auch wenn er nur ein Kreuz in der Hand hat. Sag das deinem Gewissen. Was? Es kam zum Glück im TS nur halb an. Und für den Stream leider auch. Hier spricht dein Gewissen, Benny. Ich habe keins. Und das spricht Bände. Mittwoch, 10.37 Uhr, 48,36 mm Niederschlag. So, wir sind wieder bei Scott Shelby. Geiles Auto hat er. Wahrscheinlich ein Shelby GT. Ja, schossen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt nicht bei unserem eigenen Zuhause, oder doch? Nee. Er klappert quasi die ganzen Opfer ab. Hallo? Achso, ist gar nicht abgeschlossen.
Hier hat mir auch eine, auf der PlayStation eine legendäre Trophäe geholt. Okay. Ein Baby. Rufen. Jemand da? Mrs. Bowles. Mrs. Bowles. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Ja, nicht nur er, sondern auch wir. Oh, mein Gott. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Oh. Moment. Boah, sind das gar ist nicht halt mehr hier so richtig das allerletzte Mal irgendwie. Also, Mrs. Boat, sind Sie da? Du weißt, du hast ein Baby nebenan, Alter, und... Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Alter, bitte. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Wo hast du jetzt gesagt, haben wir was? Was, hier im Badezimmer? Erstmal Hände waschen. Mal sehen. Ich brauche das und das und das. Und ein Pflaster. Pflaster ist das Wichtigste. So, nachher noch ein schönes Hello Kitty Pflaster rüber. So, alles wird gut. Mach bleiben. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach. Ja, schön. Susan, hören Sie mich hören? Ruckverband. Wach bleiben. Sehr gut. Jetzt noch ein schönes Pflaster drüber. Das sieht gut aus, Benny. Sehr fachmännisch. Ich sehe, du hast alle Folgen von Dr. House gesehen. Das ist gut. Mehr kann ich nicht tun. So, das sollte reichen. Kümmern wir uns mal zum ums Glück Baby. Sind die Runden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr so tun. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Also, Benny, du weißt Bescheid. Können Sie das? Sieh nach dem Baby. Mit dem Baby? Solange es nicht wieder so ein Baby ist wie ein Baby in Yellow. Ich kann alles. Bitte, Benny, steck es nicht in die Waschmaschine. Bitte Emily. Nicht. Okay. So, und schau mal nach der Emmy. Hallo. Emmy. Weg vor. Grüß dich. Hi. So, Mutti macht's natürlich noch besser. Mit dem Alert. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich war doch jetzt gerade bei Emily. Muss ich dir was zu trinken geben? Ich glaube, Emily ist hungrig. Wir machen erstmal Hände waschen. Genau, Hände waschen ganz wichtig. So, dann haben wir eine kleine Nuki-Flasche. Die können wir noch nicht nehmen. Die kann ich noch nicht nehmen. Ja, gucken wir mal nochmal, was die kleine Emmy hat. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem? Tschuku, tschuku, tschuku. Oh,
Das hat ja, sie ist gerade sehr schön gepasst zum Bild. Black War. Na, meine kleine Maus. Ach, die Windel voll war. Ja, komm, dann kümmern wir uns mal erstmal darum. Okay. Wie geht so, Benny, du musst jetzt tapfer sein. Du musst jetzt die Windel wechseln. Warte. Das ist ein Job für einen echten Mann. Ja, mal gucken. Ja, gutschi, gutschi, gut. Siehst du, das kriegen wir doch hin. Na, siehst du. So, neue drunter. Zack. Hingelegt. Ja, meine Maus. Ja, meine Maus. Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Okay. Von vorn. Von vorn. Ja. Sehr schön. Na bitte, alles wieder frisch. Wunderbar. Aber nicht gepudert, ne? Das ist das hier nicht richtig. Stimmt's, Emily? Muss man denn immer pudern? Wie war das für die Rötung? Ne, wegen hey, Schutz und so? Was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Glaube ja, du musst immer pudern. Na, wegen der Feuchtigkeit wohl, ja. So weg. Ja, ja. Ja. Mutti hat nie gepudert, schreibt sie gerade. Mutti hat nie gepudert? Mutti hat nie gepudert. So, jetzt kannst du mal kicken wegen der Flasche. Achso. Mit ihr kannst du jetzt nicht nochmal interagieren, ne? Nee. Ah, aber jetzt kannst du mit der Nuki-Flasche. So, die müssen wir erstmal warm machen, glaube ich. Die ist ganz schön kalt. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja. Aber so ein Erwärmer hat sie. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Gleich neben dem Scotch. Und der Cola. Super. Kentucky Bourbon. Uah. So. So, mein kleiner Hasenzahn, jetzt im Zappenpappen. Mmh. Oh, hast du Hunger? Emily, hast du Hunger? Ja, na klar, ich habe Hunger. Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. So, können wir erstmal einen Test machen, ob es auch nicht zu heiß ist? Okay, okay, sorry. Yes, ich mach es besser. Versprochen. Genau, ganz behutsam, etwas schräg halt, Manny. Sehr schön. Ja, meine Süße. Und schön Stirnacken hatte. Ganz die Mutti. So, na, und machen wir noch Bäuerchen? Schön, der macht das Feinessen, ja. Und auch ruhig schön meinen Kopf festhalten. Wunderbar. Ja, fein. Ah, sehr gut, Emily. Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So, ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Das klingt gut. So, ich muss das jedes Mal wieder neu machen? Ach, das war jetzt zu schnell wieder, oder was? Ja, es ist zu schnell gewesen. Du hast das Baby verärgert, Benny. Ganz langsam. Auch nicht zu langsam. Das mag das Baby nicht. Genau richtig. Das muss genau richtig. Ja, so mag Emily das. Ja, fein. Ei, 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 ei. Ist ja gar nicht mal so einfach. Ja. Nimm's keine App für Benny. Das muss ich automatisieren lassen. Schön. So, dann können wir nach der blöden Mutter mal kicken. Meinst du, ob sie noch wach ist? Nein, kommen wir noch nicht. Bestimmt eingeschlafen. So, jetzt können wir ja mal sagen, dass ja, du bleibst mal schön liegen. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. War ganz lässig hier so. Ich konnte einfach nicht mehr. Was ist das Problem gewesen? Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ist einfach alles erstmal gegen gelehnt. Ich verstehe nicht, so, noch mal gegen. Oh, jetzt machen wir hier gleich nochmal jede Pose. Wenn sie sich ganz allein um das Kind, lebt Jeremys Vater nicht mehr bei ihnen. So, Hambert. Er verschwand.
Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Oh, schäbisch. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Ja. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Er wollte nur Zigaretten holen. Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Ja, das habe ich ja gerade gesehen. Okay, was hast du gesagt? Schublade im Wohnzimmer, ne? Mhm. Ist hier was wieder gemeint? Nee, ne? Bei hier? Stimmt hier. Sir Judith Sony Ericsson. Kann ich hier noch was machen? Viel Glück, ja. Emily. Ich bin eine Clean Emily. Pass auf deine Mama auf. Knutschim. Ist da auch was zu erkunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde sagen, nee. Ein Schubbörben. Ach, der gute Fernseher mit DVD-Player unten drin. Oh. Tja, überlegt man, ja, lässt man jetzt ein Kind in der Umgebung? Am besten, man sollte sofort das Jugendamt anrufen. Ja.